Moin Leute, kleiner Spoiler, bevor die Folge losgeht. Ich werde ein bisschen sehr kritisch heute sein. Nichtsdestotrotz will ich das Ganze nicht als Generalkritik an Kofeld, an Baumann, an der Kaderkonstellation und so weiter verstehen, wie halt einige Fans es derzeit halt wirklich in Social Media gerade innerhalb der Kommentarspalten übertreiben. Aber, und da bin ich bei euch, wir müssen und dürfen auch an einigen Stellen nicht mit Kritik sparen. Versucht es konstruktiv. Ich war nach dem Spiel gestern sehr, sehr pisst, angefressen, en masse. Hab es nicht verstanden, wie man auch so ein Spiel wieder aus der Hand geben kann, verschenken kann, durch Naivität und Dummheit verlieren kann. Aber wir versuchen es heute ein bisschen konstruktiv, aber wie gesagt, es wird auch an einigen Stellen sehr kritisch. Aber ich bleibe auch dabei, Kofeld ist der absolut richtige Mann am absolut richtigen Ort und der Weg ist auch der richtige. Problem ist jetzt natürlich erstmal, dass wir nach außen hin 2 Spiele gespielt haben. Wir haben 0 Punkte, wir haben 6 Gegentore kassiert und das spiegelt natürlich überhaupt gar nicht das wider, was das Team in der Sommerpause erreichen wollte. Also es ging darum, Konterabsicherung, Standards trainieren, dabei sicherlich nicht nur die eigenen, sondern auch die Absicherung bei Standards. Und das kann man wirklich bisher festhalten, das funktioniert einfach nicht gut. Dafür gibt es natürlich halt auch mehrere Gründe und einer, das muss man auch klipp und klar sagen, vor dem darf man dann auch nicht die Augen verschließen, ist die große Verletzungsnot in der Defensive. Ich zähle einfach mal auf, was vor dem Spiel schon gefehlt hatte. Das waren Veljkovic, das war Langkamp, das war vor allen Dingen auch Augustinsson, wodurch wir gerade auch auf den Innenverteidigern und den Außenverteidigerpositionen einfach nicht optimal besetzt sind. Weder in der Breite noch in der Spitze. Ich meine, mit Ludde merkt man ja auch gerade jetzt, wo er fehlt, wie wertvoll er dann doch ist. Und auch diejenigen, die ihn hin und wieder mal kritisiert haben, dürften auch verstanden haben, wie viel Stabilität in dieser Spieler unserer linken Seite gibt. Im Zentrum kommt dann noch dazu, dass sich Toprak halt einfach früh verletzt. Und dann liest man jetzt auch schon wieder sowas wie absoluter Flop-Transfer. Leute, ich bitte euch, reißt euch mal ein bisschen zusammen. Toprak hat Qualität, hat halt einfach nur enormes Pech gehabt in den ersten beiden Spielen. Ich glaube, für eine Verletzung kann er selbst da an der Stelle am wenigsten, ohne Fremdeinwirkung. Könnte ein Muskelfaserriss sein, wird vielleicht auch ein bisschen länger ausfallen. Das ist bitter und bringt uns halt einfach noch mehr in Nöte. Auf der anderen Seite wird jetzt dann auch wieder der Baumann viel Lack abkriegen. Wir haben gerade wichtige Mannschaftsteile. Wir haben es dann nicht geschafft, sie rechtzeitig beisammen zu kriegen und wirklich einzustudieren oder Dinge einstudieren zu können, die wirklich für unsere Startoffensive enorm wichtig gewesen wären. Auch die Abstimmung zwischen den Reihen, das hat natürlich nicht geklappt, weil es dann halt auch einfach so war, dass in den Trainingslagern nicht alle Spieler beisammen waren. Aber wir brauchen halt kreative Lösungen und halt auch dieses bisschen mehr Zeit als andere Vereine, weil Baumann ja auch klipp und klar gesagt hat, er kauft Spieler nicht einfach nur, um diese Spieler zu haben oder leiht sie dann halt auch entsprechend wie die letzten Spieler, sondern will damit auch die Qualität des Kaders verbessern. Deshalb glaube ich auch fest noch dran, dass zumindest ein Außenverteidiger kommen wird. Auch da streiten sich die Geister innerhalb des Fanlagers. Einige glauben nicht mehr dran. Ich tue das und ich hoffe das auch wirklich ganz doll, denn wir brauchen da einfach mehr Breite und vor allen Dingen auch mehr Konkurrenzkampf, um defensiv stabiler zu werden. Denn wir müssen einfach sagen, 3 Gegentore nach Standards aus den ersten beiden Spielen, das ist schlecht, das kann man besser verteidigen. Und vor allen Dingen ist es auch einfach im Moment extrem einfach, gegen uns Tore zu schießen. Wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen auf das Hoffenheim-Spiel kommen, das war einfach lange Zeit ein schlechtes 0-0. Da braucht man dann auch wirklich nicht davon reden, dass es taktisch gutes Niveau hatte oder dass beide Abwehrreihen extrem gut standen. Natürlich haben wir nicht viel zugelassen, aber man hat auch einfach bei Hoffenheim gemerkt, dass die sich finden müssen, jetzt ohne Kreativspieler wie Demirbay oder Amiri, bei denen gab es da wirklich nahezu 45 Minuten lang keine Kreativität im Spiel. Also alles, was bei denen nach vorne ging, ging über Zufallsprodukte, lange Bälle nach außen, versuchen den Speed vom Bebu zu nutzen. Und das natürlich, das haben wir natürlich gut verteidigt, aber das war auch einfach zu verteidigen. Und deshalb würde ich mich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, da an den guten Sachen können wir uns extrem aufhangeln, weil es war halt einfach so, dass wir vor wenig Probleme gestellt wurden. Nichtsdestotrotz ist es uns dann im Umkehrschluss nicht so gut gelungen, wirklich unsere Ballbesitz Phasen oder dann auch wirklich, wenn wir gutes, hohes Pressing gespielt haben und wirklich früh auch dann den Ballbesitz des Gegners wieder in unseren Ballbesitz umwandeln konnten, dann fehlte uns auch immer wieder die Kreativität. Ich fand Füllkrug, der hat schon gezeigt, auch in den ersten beiden Spielen mit der ersten Einwechslung und in dem Spiel hier, dass er Bälle festmachen kann, dass das wirklich ein guter Zielspieler ist, dass er dann auch wirklich Ideen hat mit Ball, bringt dann natürlich auch eine Kopfballstärke mit, was gerade bei dem Standard gut war. Der hat mir also auch insgesamt recht gut gefallen. Aber wir kriegen die Bälle noch nicht zielgenau immer dahin oder kriegen auch noch nicht so richtig die Laufwege der Offensivspieler vernünftig eingesetzt, um nicht einfach nur
mehr Räume zu schaffen, sondern halt auch wirklich in diese Situation des tödlichen Passes zu kommen. Das ist ärgerlich und dann war es halt eigentlich auch nur logisch, dass wir über einen Standard in Führung gegangen sind. Und anstatt darüber Sicherheit zu kriegen, ist es dann natürlich blöd, dass wir wieder bei einem Standard das 1-1 kassieren. Auch da, ich habe es im ersten Video gesagt, du kannst nach Standards Tore kassieren, aber du kannst sie nicht einfach konsequent so schlecht verteidigen. Also auch da muss man einfach sagen, Moisander da nicht auf der Höhe, das darf eigentlich nicht passieren. Und generell auch im Moment so ein bisschen in den ersten beiden Spielen einfach nicht diese gewohnte Sicherheit, die er sonst eigentlich sehr regelmäßig an den Tag legen würde. Dann natürlich halt ja die defensive Umstellung durch die frühe Toprak-Verletzung, dass ein Maxi Eggestein wieder auf rechts kommt. Auch da kann man jetzt drüber streiten, war es richtig groß dann nicht zu bringen oder war es halt nicht richtig oder war es richtig, dann nicht einfach zu sagen, hey, ich gehe mit Schein in die Innenverteidigerposition und hol Möwald dann einfach direkt auf die 8, Maxi auf die 6. Auch da gab es natürlich andere Möglichkeiten, um umzustellen, die uns vielleicht offensiv ein bisschen mehr Entlastung und Option gegeben hätten. Stattdessen hat man dann eher Theo in die Zentrale gepackt. Das hat okay geklappt. Aber ich finde, man hat dann auch ein bisschen was von den Fähigkeiten von Maxi verloren. Das war natürlich ein bisschen schade. Dann, ja, das 2-1, sollen wir darüber noch irgendwie streiten? Also Möwald macht das Foul und kriegt einen Schlag. Jetzt bin ich aber so ein bisschen zwiegespalten. Ich kann mich natürlich jetzt nicht 1-1 in den Möwald reinversetzen. Natürlich kann man jetzt sagen, Schiedsrichter kann da auch mal ein bisschen den Ball wieder zurückrufen, weil unser Spieler offensichtlich sagt, dass er Schmerzen hat. Auf der anderen Seite denke ich mir, Alter, du bist in einer gefährlichen Situation in der Mitte des Platzes und bist der Sechser und weißt halt, wenn die jetzt einen schnellen Freistoß ausführen, dass du dann genau auf dieser wertvollen Position hinten fehlst. Also reiße ich mich da nicht eher noch ein bisschen zusammen und gehe zumindest den Weg mit, wenn ich sehe, die führen den Freistoß schnell aus, anstatt vorne einfach nur stehen zu bleiben und zu lamentieren und hinten nachher zu helfen. Also da hat für mich diese Situation eigentlich angefangen, wo ich dann wirklich angefangen habe, mich schon vor dem Tor extrem aufzuregen und hinten muss man dann natürlich wieder sagen, reines Zufallsprodukt, also Sko nimmt den Ball wahrscheinlich einfach nicht richtig an, dadurch ja vernaschter Bremer Defensivspieler, Friedel hebt das Abseits auf, auch von ihm defensiv wirklich muss man sagen, ja keine ganz glückliche Partie, stand zwar weitestgehend stabil auf der Seite, aber nach vorne hin waren mir das ein paar Fehlpässe zu viel. Wo man einfach auch sieht, er wurde in der Vorbereitung eine lange Zeit halt so für den Innenverteidigerposten fit gemacht und ich sehe ihn wirklich nicht mehr zwingend auf einem Außenverteidigerposten, sondern da wirklich eher nur als Notnagel. Das war ärgerlich, gerade auch, dass er da das Abseits aufhebt, dann ist Bebuda vollkommen frei, macht das 2-1, aber auch da kommen wir zurück und dann komme ich zur nächsten Situation, die mich extrem aufregt, diese Handregel. Also Leute, bei einem offensiven Handspiel oder wenn der Ball die Hand berührt und daraus ein Tor resultiert, so ist die neue Regel, wird es den konsequent abgepfiffen. Aber ist es vor allen Dingen richtig? Ich meine, die Hände von Füllkrug, die liegen am Körper, die beeinflussen die Richtung des Balls nicht. Es wird halt nicht so, es war nicht so, dass die Arme irgendwie weit vom Körper ab sind. Ich muss jetzt gar nicht drüber streiten, ob es richtig oder falsch ist, denn nach neuer Regelauslegung war das richtig. Aber wir müssen drüber streiten, ob das der richtige Weg ist. Und ich finde halt einfach nein. Und wenn wir dann halt auch einfach noch weitergehen, diese Situation ist ja dann auch so, dass Vogt Füllkrug festhält und man dann eigentlich sogar noch drüber nachdenken kann, pfeife ich einen Elfmeter. Dadurch, dass Füllkrug aber das Tor macht, wird natürlich diese Situation vor dem Torschuss abgepfiffen. Das heißt, hätte Füllkrug dieses Tor wahrscheinlich nicht gemacht, wäre stehen geblieben oder gefallen, hätten wir an der Stelle wahrscheinlich einen Elfmeter gekriegt, weil dann das Handspiel nicht mehr so gravierend gewesen wäre, sondern eine normale Körperhaltung gewesen und daraus eben kein Tor resultiert wäre. Folgerichtig wäre also die Aktion von Vogt bewertet worden. Also muss man dann nicht vielleicht auch irgendwie diese Regel wieder bedenken und sagen, hey, bei dieser Konstellation und dem Handspiel und dem darauf folgenden Tor muss ich es vielleicht auch wieder ganz anders bewerten. Natürlich ist das wieder viel hätte, wäre, wenn und viel Videobeweis ja, an den Pranger stellen und drüber diskutieren und das ist ja eigentlich auch eh für den Arsch. Aber es nimmt, finde ich, dem Fußball einfach viel, wofür der Fußball steht. Es nimmt ihm halt vor allen Dingen jetzt auch viel Natürliches. Also ich meine, Füllkrug hat sich dadurch keinen Vorteil verschafft und macht das Tor und dieses 2-2 an der Stelle wäre enorm wichtig gewesen. Vor allen Dingen auch noch vor dem Platzverweis und müssen wir aber auch nicht mehr drüber reden, denn wir haben es nicht gekriegt. Es wurde abgepfiffen, es wurde weggepfiffen und darauf bekommt dann Jojo Eggestein die gelb-rote Karte. Auch da muss man wieder sagen,
war es richtig, ihn so lange auf dem Platz zu lassen. Hat meiner Meinung nach kein gutes Spiel bis dahin gemacht. Vor allen Dingen die erste Halbzeit teilweise grausam. Natürlich merkt man das Alter irgendwie, wenn er sich die zweite gelbe Karte vollkommen unnötig in so einer Situation zieht. Es ist natürlich ein taktisches Foul, wo er den Konter unterbinden will, aber er ist auch noch weit genug in Hoffenheims Hälfte, um zu sagen, hey, ich habe gelb, ich muss da nicht so rein, weil sonst kriege ich wahrscheinlich gelb-rot und bin dann unten. Aber auch da hätte Kofeld nicht einfach nur aus präventiven Maßnahmen ihn runterholen können vorher, sondern auch einfach, weil er vorher nicht gut funktioniert hat. Und dann hätte er auch wirklich drüber nachdenken können, Pizza direkt zu tauschen. Natürlich war der Gedanke dann bei 1:2 noch zu sagen, ich will Pizza bringen, so sah es auch erst aus, für Schein, um offensiver zu werden und diesen Punkt zu holen. Dann fiel aber das Osako-Tor. Was macht Kofeld? Ändert dann wieder seine Taktik, seine Idee, meiner Meinung nach vollkommen unverständlich. Denn du hättest halt einfach, dadurch, dass du eh Osako dann runternehmen würdest, einfach diese Position mit der von Pizarro tauschen können, weil Pizarro meiner Meinung nach immer noch ein bisschen mehr Ballsicherheit reingibt. Und dann kommt ein Harnik und dann muss ich auch einfach sagen, den habe ich seit Wochen gefressen, das kann und will ich eigentlich auch gar nicht irgendwie verdecken. Ich projiziere da jetzt nicht irgendwie meinen ganzen Hass auf diesen Spieler bzw. auf diese Einwechslung. Die Kritik gilt da nämlich eher dem Trainer, weil er da eigentlich gar nicht mehr so viel für kann, dass er aktuell nicht mehr dieses Niveau hat. Aber da denke ich mir halt auch, Harnik macht das Foul vor dem Freistoß, woraus die Ecke resultiert, aus der dann das 3:2 für Hoffenheim resultiert. Das heißt, bringe ich diesen Einwechsler nicht, fällt das Tor, zumindest dieses Tor so in der Konstellation nicht. Natürlich kann es anders fallen, anders blöd, aber es ist halt einfach so eine Verkettung, wo ich mir so denke, es war irgendwie klar mit der Einwechslung. Und jetzt bewege ich mich natürlich in so einer sehr polemischen Ecke, ich weiß und ihr wisst auch, dass ich das eigentlich nicht so gerne mache, aber ich finde halt einfach, wozu eine Option auf den Platz schicken, bei der man doch eigentlich weiß oder auch in allen letzten Auftritten gesehen hat, dass sie uns wirklich rein gar nichts bringt. Um dann hinten raus diesen Fehler wieder einzugestehen und zu sagen, ach, bei 2:3 muss ich jetzt doch nochmal offensiv wechseln und dann bringe ich den Pizarro wieder rein. Man hätte auch statt Pizarro über Sargent nachdenken können, der auch eine gute Vorbereitung hatte und für mich auch die bessere Option zu Harnik gewesen wäre. Aber klar, in Unterzahl willst du es halt irgendwie safen und bringst dann halt irgendwie, ja, nicht einen, der ein reiner Stürmer ist, wobei ich auch sage, Sargent bringt sowohl nach hinten als auch nach vorne mehr Speed mit als Harnik, hat körperlich gut zugelegt, also es wäre für mich einfach der bessere Wechsel gewesen. Und am Ende stehen wir da und verlieren das Ding 3:2 und wissen eigentlich selber nicht warum. Hoffenheim gewinnt 3:2, weiß selber nicht warum, denn sie haben halt wirklich aus nichts enorm viel gemacht. Es ist ein Spiel, wo wir 5 Tore gesehen haben und auch da wissen wir nicht warum, denn es war kein Spiel, das irgendwie die Qualität für 5 Tore hergegeben hätte. Aber ja, so ist das jetzt. Wir stehen nach 2 Spieltagen und 0 Punkten jetzt schon, finde ich, ein bisschen unter Druck, denn wir haben halt einfach ein Saisonziel ausgegeben, was ich nach wie vor richtig finde, das sehr, sehr selbstbewusst war, sehr, sehr optimistisch natürlich auch, gerade auch in Anbetracht dessen, dass die Konkurrenz gut nachgelegt hat. Aber wir leben einfach oder sollten einfach davon leben, dass wir den Kern des Teams zusammengehalten haben und darauf jetzt eigentlich aufbauen können und uns vor allen Dingen taktisch und spielerisch weiterentwickeln können. Das ist uns in den ersten beiden Spielen immer mal in Ansätzen auch ein bisschen gelungen. Aber wenn am Ende diese Ergebnisse bei solchen haarsträubenden Fehlern dabei herauskommen, dann können wir uns da nichts von kaufen. Und dann finde ich es auch blöd, auch wenn du als Trainer, jetzt habe ich es eingangs erwähnt, der steht für mich nicht in der Kritik, dich darauf eher nur beziehst, dass wir ja eigentlich auch viel gut wegverteidigt haben. Denn mit 6 Gegentoren und 3 nach Standards aus den ersten beiden Spielen, da darfst du halt auch einfach als Trainer auch mal in der PK, auch wenn du dann ein bisschen dünnhäutiger und angefressener bist, einfach mal ein bisschen Tacheles reden, weil das geht so natürlich nicht weiter. Wir müssen nicht alles hinterfragen, das ist auch klar. Und wir müssen jetzt nicht übertreiben und unserem Team die absolute Qualität absprechen, auch das ist klar. Und wir haben einfach viel Verletzungspech gerade, auch das sehen wir, wenn wir uns ein bisschen damit der Materie auseinandersetzen. Aber es bringt ja auch einfach nichts, uns die ganze Zeit nur auf diesen Ausreden auszuruhen. Also wir müssen da schon gucken, dass da, wo wir in den ersten beiden Spielen einfach gravierende Fehler gemacht haben, dass da halt Defizite noch da sein müssen und dass wir darüber reden müssen und dann einfach trainieren müssen, beziehungsweise ein Vorgehen trainieren müssen, wie wir solche Sachen in Zukunft absichern. Weil es kann nicht sein, dass Vereine gegen uns ohne Aufwand pro Spiel 3 Tore kassieren. Denn wenn wir es dann so wegverteidigen gegen ein Team, das uns wirklich vor Probleme stellt, dann darfst du es halt nicht so schlecht verteidigen. Denn dann sind es am Ende nicht 3 Tore, die auf der anderen Seite stehen, sondern halt durchaus mehr. Und genau deshalb sage ich halt, musst du an so einer Stelle dann auch mal Kritik anbringen können. Du musst dann natürlich auch alles immer richtig dosieren. Man muss nicht immer alles in Frage stellen, aber hey Leute, die ersten beiden Spiele
waren jetzt zumindest nicht die beiden Spiele, auf denen wir vollkommen aufbauen können, um es jetzt so weiterzumachen. Also hoffe ich jetzt einfach auf eine schnelle Besserung. Ich hoffe vor allen Dingen noch auf Verstärkung in der Defensive, vielleicht auch noch auf irgendeinen für die Breite im Mittelfeld, der auch sicherlich noch mal ein bisschen spielerische Qualität mitbringen darf. Ich möchte auch an der Stelle nicht hören, dass Kruse an allen Ecken und Enden fehlt. Natürlich war es ein ausgesprochen guter Spieler, der uns 3 Jahre lang getragen hat, eine sehr dominante Figur in unserem Spiel. Da müssen wir uns auch dran gewöhnen, dass der nicht da ist. Aber ich sage auch ganz ehrlich, diese Spiele haben wir nicht verloren, weil wir vorne zu wenig Kreativität hätten. Diese Spiele haben wir verloren, weil wir defensiv zu viele einfache Fehler gemacht haben. Und auch in diesen Situationen wäre Kruse mit Sicherheit nicht der Mann gewesen, der dafür da gewesen wäre, diese Fehler zu verhindern. Ohne ihm jegliche Qualität abzusprechen, weil ich ihn auch gerne im Kader behalten hätte, das wisst ihr. Aber Leute, daran liegt das jetzt nicht, dass wir 0 Punkte haben. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was ihr zu dem Spiel sagt. Schreibt es in die Kommentare, wir diskutieren das dann alles wieder fleißig aus. Reingehauen, Leute. Ciao.